Hallöchen ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Grobi. Ich habe ein kleines Craft-Update für euch. Viel gemacht habe ich nicht. Ja, mir ging es nicht so gut, wieder so ein Rheumaschub und Rücken und Herz und ach, was da so alles so zusammenkommt. Aber ein bisschen was habe ich immer zum Ablenken gemacht. Und zwar habe ich mir hier auch von Action diese Solarlampen gekauft und habe Leuchttürme draus gebastelt. Das macht ja, glaube ich, gerade jeder. Meine sehen so aus. Ich habe hier gerade noch einen angefangenen. Ich habe ein paar gemacht, ein paar auch schon verschenkt. Manche mit unten weiß, manche unten rot. Das, wie es gerade so kommt. Dann habe ich hier oben noch so einen gelben Rand drum gemacht, also so eine gelbe Folie, weil das ist ja oben das Licht. Hier habe ich noch eine Möwe mit aufgeklebt. Ja. Ich finde die ganz niedlich und für Leute, die gerne ans Meer fahren oder gerne am Strand Urlaub machen oder oben an der Küste, für die ist es immer ein schönes Geschenk oder ein Mitbringsel. Davon habe ich jetzt schon zwei verschenkt. Die beiden habe ich gemacht. Einer steht noch auf dem Fensterbrett, der ist angefangen und einen kann ich noch machen. Ja, ich mache mal hier ein bisschen Platz. So. Das habe ich gemacht. Viel habe ich nicht gemacht. Dann hier meine Schildchen. Die sind noch nicht ganz fertig alle, weil mittlerweile die Knopfblume, ich habe ja bei Gärtner Pötschke bestellt und da sind echt ein paar Sachen eingegangen. Der Scheinsonnenhut zum Beispiel, den fand ich so schön, ist eingegangen. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich Ersatz kriege, weil die Reaktionszeit von Pötschke ist echt ganz schön lange. Also man kriegt gefühlt jeden zweiten Tag kriegt man eine Mail. Wir haben sie nicht vergessen, aber wir haben gerade viel zu tun. Ja, so, also das ist eingegangen. Das ist eingegangen. Das ist eingegangen. Ich glaube, das ist noch da. Das ist eingegangen. Ich glaube, die beiden leben noch. Deswegen, ja, jetzt warte ich erstmal noch, ich denke mal einen Monat ab und gucke, was dann noch in meinem Beet lebt. Dann gehe ich nochmal durch, habe ja noch ein paar andere Sachen, schreibe mir alles auf und dann mache ich neue, weil wenn ich die jetzt alle mache und die alle eingehen, dann habe ich die ganz umsonst gemacht und jetzt sind die lackiert und alles. Ich weiß gar nicht, ob man das dann hier wieder runterkriegt. Na gut, aber die habe ich zumindest schon mal soweit fertig. Auch wenn es die Blumen dazu nicht mehr gibt. Haben wir noch welche, die fertig sind? Nee. Aber ich habe die anderen habe ich ja schon soweit auseinander gemacht. Hier habe ich diesmal Glitzersteinchen drauf gemacht, einen weißen Strich drum. Ja, hier wird wieder ein bisschen was drauf gestempelt. Die muss ich noch machen. So, das habe ich gemacht. Karten habe ich diesmal gar nicht gemacht. Dann habe ich mir hier diese Holzarmringe Dings gekauft. Da habe ich eingemacht. Da muss man ja nicht viel machen. Die fädelt man auf. Hier habe ich noch so eine Quaste dran gehängt. Die habe ich eingefärbt. Da gab es mal diese Watercolor-Farbe beim Action. Da habe ich mir hier mit Rot und Blau und Lila gemischt. Und dieses Glitzer mit reingemacht und habe die angemalt. Was natürlich schlau ist, ist Wasserfarbe und ich will das ja irgendwie draußen hinhängen. Aber die haben sich immer ein bisschen gedreht. Jetzt habe ich hier in die Ecken, habe ich so einfach hier normalen Kleber so reingemacht und habe das trocknen lassen. Jetzt hält es, also man könnte es jetzt auch so irgendwo hinhängen, ohne dass ich die Schmetterlinge so umdrehen, sonst haben die sich immer so hingelegt. Das habe ich gemacht. War nicht viel. Und dann habe ich mit diesem Hotfix-Bügelstein habe ich ein bisschen wieder, das mache ich ja eigentlich ganz gerne. Ich habe ja hier, zeige ich euch meine Klamotten. Hier auf meinen Pullover habe ich hier oben welche drauf gemacht. Die Schrift. Seit ein paar Jahren ist ja bei mir irgendwie so Elster-Modus, muss alles ein bisschen glitzern. Und derselbe Pulli hat hier unten auch noch so Schrift.
Da habe ich hier unten auch noch mal so ein paar Glitzersteine drauf gemacht, dass es nicht so langweilig ist. Dann habe ich mir habe ich hier so ein Pulli, also so ein langärmliches Shirt. Da habe ich hier oben um das Weiße Glitzersteine gemacht und das hatte ich hier unten auch noch mal. Ja. Und ich finde, das wertet so ein Shirt echt auf. Und dann habe ich ja schon so eins in Weiß gehabt. Da habe ich schon Glitzersteine drauf gemacht. Und jetzt habe ich hier noch eins in Schwarz. Und da habe ich jetzt hier so schwarze und weiße Glitzersteine drauf gemacht. Auch einmal hier oben. Und nee, unten nicht, aber hier so in der unteren Mitte habe ich auch nochmal Glitzersteine drauf gemacht. Das finde ich ganz schön. Ja. Und das, was mir gefällt, hat meistens keine Glitzersteine. Und das, was Glitzersteine hat, gefällt mir meistens nicht. Deswegen mache ich mir die alleine drauf. Dann habe ich euch ja gezeigt, hier habe ich diese Schmetterlinge beim Action gekauft und wollte euch ja mitnehmen, wenn ich die verschönere. Ich habe jetzt den hier draus gemacht. Und es gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, da finde ich ihn irgendwie ohne was viel schöner. Vielleicht liegt es an den Perlen. Ich habe die von Action genommen, die Glasperlen. Vielleicht sind die auch einfach zu groß. Vielleicht sollte ich Roncal-Perlen nehmen, kleinere. Aber irgendwas summt hier. Also wenn ihr irgendwas summen hört, irgendwas hat sich hier gerade festgesummt. Ach, eine Fliege, okay. Ja, aber irgendwie, also das gefällt mir nicht. Jetzt weiß ich nicht. Das hat so viel Arbeit gemacht, das da alles so rumzuwickeln. Lasse ich das jetzt einfach so? Oder schneide ich das mit dem Drahtschneider wieder ab und nehme die Perlen da raus? Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Oder habt ihr noch eine Idee? Habt ihr das auch schon mal gemacht mit Perlen? Ja, ich zeige euch den nochmal. Ja. Von Weitem ist er vielleicht gar nicht so hässlich, aber also es gefällt mir auf jeden Fall nicht, muss ich echt sagen, gefällt mir nicht. Weiß ich nicht, ob ich es wieder abmache und den Schmetterling einfach wirklich so ins Beet stecke oder noch mal was mit anderen Perlen probiere. Das habe ich gemacht. Habe ich noch was gemacht? Nee, eigentlich nicht. Ich gucke noch mal links und rechts. Nee. Weil Karten haben wir. Ach doch, ich habe noch ein paar Karten gemacht. Ich weiß nicht, haben wir die zusammen gemacht? Nee, die nicht. Die habe ich nochmal mit Aquarell gemalt und eine Karte gemacht. Ich weiß nicht, ob ich euch die schon gezeigt habe. Hier habe ich eine Aquarellkarte gemacht. Dann habe ich hier noch eine Aquarellkarte gemacht. Auch schön. Einfach nur so rauftropfen und dann gucken, was so. Man hat ja im Kopf, was man ungefähr haben will. Und dann habe ich hier einfach nur so nass getupft, dass ich so eine Art Blüten habe und die habe ich dann einfach so mit einem Feinliner ummalt. Die gefällt mir ganz gut, obwohl die finde ich auch sehr schön. Und dann habe ich. Habe ich das jetzt hier? Da habe ich hier auf Aquarellkarton habe ich einfach so ein bisschen Farbe gemacht und habe dann das ausgestanzt. Das ist auch schön. Ich habe hier noch ein paar Sprenkel in den Hintergrund gemacht. Ganz schlicht und einfach. Aber das finde ich ist auch schön, wenn man so bestimmte Farben haben will. Oder das ist hier natürlich schön marmoriert. Also es ist marmoriert und es ist ein bisschen weiß. Es ist nicht ganz so einfarbig. Das finde ich wirklich schön. Wird einige aufgesprenkelt. Und den Umschlag auch. Die drei habe ich noch gemacht. Ja. So, das war es aber auch. Mehr habe ich echt nicht geschafft. Die Muttertagskarten hat man ja zusammen gemacht. Und dann haben wir aus dem Block, glaube ich, 10 Karten gemacht, aus meinem Lieblingsblock. Die habe ich euch auch schon gezeigt. Das war's.
das war mein kleines Craft-Update. Ja, ich hoffe ja, dass ich ein bisschen mehr zum Basteln komme. Ich möchte gerne mehr mit Aquarell malen, weil das kann ich auch draußen mal so auf der Terrasse machen. Da braucht man nicht so viel vorbereiten und nichts. Da kann ich mich einfach hinsetzen, ein so ein Papier nehmen, ein bisschen mit Wasser rumklecksen, ein bisschen mit Farbe und dann fertig. Und im Nachhinein kann man wirklich schöne Karten draus machen. Gefällt mir richtig gut. Ja. Meistens, wenn man an den Tagen, wo man sie macht, denkt man sich immer noch so, ja. Aber wenn man sie sich dann so ein paar Tage später anguckt, auch hier den Lavendel, wirklich schön geworden. Ach, hab ich gut gemacht. Okay, so, das war's. Nicht so lange quatschen, Katja. Craft Update, wie gesagt, also schreibt mir mal hier wegen meinem Schmetterling. Von hinten sieht er so aus, aber da, naja, ich weiß nicht. Okay, also ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt mir alle schön gesund und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss, eure Grofi. Tschüss.